Viele Sith ändern im Laufe ihrer Korruption zur dunklen Seite der Macht ihren Namen, beziehungsweise bekommen einen neuen Namen zugewiesen. Einfachstes Beispiel: Anakin und Palpatine werden zu Vader und Sidious. Den Titel Darth lasse ich hierbei mal außen vor, da ich zu dieser Thematik ja schon mal ein Video gemacht habe und denke, dass die meisten von euch eh schon darüber Bescheid wissen. Aber woher kommt dann der eigentliche Sith-Name und hat dieser immer irgendeine signifikante Bedeutung? Zuerst muss man noch erwähnen, dass nicht alle Sith einen neuen Namen angenommen haben. Beispiele dafür wären Darth Revan, Darth Malak, aber auch Darth Senna. Laut dem Buch zu Darth Plagueis wissen wir jedoch, dass er es war, der Palpatine den Namen Sidious gab. Und in weiterer Folge erfahren wir auch in Episode 3, dass dieser auch Anakin den Namen Vader gab. Aber werden diese Namen einfach von einem random Sith Name Generator generiert oder woher kommen diese? In der Darth Bane Trilogie hören wir von Darth Bane, dass ein Sith-Name stets so gewählt werden soll, dass dieser bei einem selbst innere Gedanken und starke Emotionen auslösen soll, sobald er ausgesprochen wird. Zum Beispiel wählt Darth Bane seinen Namen, weil ihn sein meist betrunkener Vater so nannte. Bane, zu Deutsch der Fluch. Dies erlaubte Darth Bane, sich auf seinen Hass gegen seinen Vater zu fokussieren, was ihm eine immense Kontrolle über die dunkle Seite gab. Jedoch wurden so auch einige Namen gewählt, welche einen Sith-Lord zwingen sollten, sein früheres Leben hinter sich zu lassen, um sich jetzt vollkommen der dunklen Seite hinzugeben. Viele dachten ja stets, dass Vader von dem niederländischen Wort Father kommt, welches man eigentlich genau gleich schreibt und so viel wie Vater bedeutet. Und natürlich sind hier die Parallelen zum Deutschen auch nicht weit. Jedoch ist es nicht ganz richtig, denn so viel ich zumindest weiß, ist Vader die Kurzform von Invader, zu Deutsch Eindringling. Denn er ist der Verräter in den eigenen Reihen, der sich gegen seine Verbündeten, die Jedi, wand und nur in ihren Tempel zurückkehrte, um auch den letzten Rest von ihnen zu zerstören. Er dringt in die historische Machtstellung des Alten Ordens ein und entwurzelt ihn von innen heraus. Ähnlich ist es auch mit Darth Maul, denn mit Maul ist im Englischen ein großer Hammer gemeint, als welcher er auch bezeichnet wird, wenn er als Sith Lord seine Gegner zerschlägt und zermalmt. Das sind aber bei weitem noch nicht die einzigen Beispiele. So kommt Darth Thryer von Betray, also verraten, dass sie eben eine Verräterin war, eine Jedi, welche sich der dunklen Seite anschloss. Darth Sidious kommt von Insidious, heimtückisch, Darth Tyrannus von Tyrannei, Darth Plagueis von Plague, der Plage, Darth Nihilus von Nihil, was lateinisch ist und nichts bedeutet, also das Wort nichts, Darth Talon eben von Talon, was so viel wie Kralle oder Klaue bedeutet, und Darth Cognus von Cognition, der Erkenntnis. Man kann also durchaus sagen, dass hinter den meisten Sith-Namen eine gewisse Bedeutung steckt, was ich persönlich eigentlich ziemlich cool finde. Jedoch war es aber auch schon mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch das zu Beginn erwähnte Video über den Titel Darth hören wollt, oder ihr euch schon mal gefragt habt, wer eigentlich der allererste Darth war, dann könnt ihr hier links bzw. rechts klicken. Und klickt in die Mitte, könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.